hier zu Asche, Asche, Asche. Ich hoffe einfach mal, dass ich diesmal nicht ganz so lost in dieser Reaction bin. Aber ich stehe dazu, ich war komplett lost. Ich war komplett lost. Aber so ist das halt, ne? Wenn man keinen Bock auf diese ganzen Hintergrundgeschichten hat. Aber Musik besteht ja heutzutage leider nur noch da draus, fast nur noch da draus, ne? Wenn im Hintergrund nichts passiert, dann kann die Musik so gut sein, wie es möchte, wie es will. Da, ja, Beat von Asche und Johnny, Mix und Master wieder von Producer. Ich glaube, der Bruder fängt jetzt auch an zu streamen, hatte ich gesehen, ne? Ah, Artwork von Muas. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch falsch gesagt. Ich glaube, beim NBK-Album oder so. Da hatte ich, glaube ich, aus Versehen Dope Kid oder so genannt, ne? Aber das war Muas, Muas. Video von GH. Kein Orkan oder so? Ne? Okay. Schon wieder Asche. Ja, hatte wohl Bock wieder. Feind von jedem, Freund von niemand. Was? Ey, findet ihr auch, dass egal in welchem Song oder so, sobald gepfiffen wird und es kein Sommersong ist, dass es voll Psycho klingt irgendwie, Alter? Ich find, Pfeifen hat so voll den Psycho-Vibe. Entschuldigung, dürfte ich mal kurz das Mikrofon checken? Ich habe noch ein paar Richtungen zu begleichen mit ein paar, sagen wir mal so, alten Freunden in Gänsefüßchen. Du bist ein Hurensohn in Gänsefüßchen in deinem Studentenbütchen. Habt ihr Fotzen echt gedacht, ich wäre tot und stehe nicht mehr aus der Asche auf? Und eine Fake-ID macht mich zu einem Klassenclown. Bevor wir anfangen, wird die Gerüchteküche abgestaubt, all die ganzen... Alter, wie er einfach ohne Drums da drauf float schon. Holy. Und sind die Clickbaiten auf Asches Haupt. Holen wir die Fakten raus. Ihr wolltet doch einfach nur mich wackeln sehen, wie die Hauswände bei Bastorf drin im Plattenbau. Das ganze Instagram-Fishing, es riecht nach Kabeljau. Ihr könnt über Asche reden, aber niemals Asche hauen. Jetzt wird das Fotzen-Game wieder verfreit von Räuberschaften und Bastard. Ach du Scheiße, okay, darauf muss ich erstmal vorbereitet sein. Was ist das denn? Asche hauen. Jetzt wird das Fotzen-Game wieder befreit von Heuchlerbanden, Räuberschaften und Bastard, die bei Erfolg an tanzen. Spielen den Club aus Sobby Hotcha, während sie Ort anpflanzen und kommen dann nicht vorbei, weil die Swiss nicht für voll tanken. Ey, ich finde diesen Trend gerade saugeil. Dass es endlich wieder richtig viele Oldschool-Elemente bei Songs gibt, etc. Quam E auch wieder Richtung Oldschool geht. Die Jungs von 187 hier und da auch mal was anderes versuchen, ne? Mit diesem chilligen West Coast Sound und so weiter. Ey, ich finde es so nice, dass einfach so viele Leute nicht mehr dieses pure Autotune machen, sondern einfach auch wieder was anderes ausprobieren. Es muss nicht immer sowas sein. Es kann auch von mir aus poppiger sein. Es kann auch von mir aus was weiß ich was sein. Ne? Ich finde es einfach geil, wenn wir Abwechslung bekommen. Sio voll oft. Ja, Sio ist für mich natürlich klar. Natürlich. Den darfst du ja gar nicht irgendwie vergessen. Ne? Okay. Naschkoba, die Nummer 1 wird zum Erfolg verdanken. Gold geraten von der Straße, so viel Bordsteinkanten. Zollbeamten, jage den Benz, du machst auf Rotdiamanten. Wetten ist doch schon so, wie dein Autos voll verbrannt. Sind noch mehr. Was? Rohdiamanten? Ah, okay. Ja, du machst auf Rohdiamanten. Wetten ist doch schon so, wie deine Autos voll verbrannt sind. Noch mehr Streams, bitte mach noch mehr Streams. Du bist der Schwein, brauchst Disziplin, keiner redet von deinem Release. Was für Bock hat ihr, Bitches? Asko war der einzige Mann auf dieser Welt, bei dem Limit. Okay, muss ich mir danach erstmal ein, weiß ich nicht, ein Genius-Video reinziehen zu den ganzen Erklärungen, um wen es wieder gibt, etc.? Scheiße! Scheiß die Wand an, Alter. Ich will einfach über Musik reden, Mann. Was ich verstehe, das versuche ich irgendwie zu deuten oder so. Scheiß drauf. Ich habe jetzt Rohdiamant gesehen. Der einzige, den ich damit in Zusammenhang bringe, ist Samra. So. Ist nicht anruf, wenn ich seine Tochter kidnap. Du Mister Pisse, mach deine Witze. Aber als dein Arsch gepannt hat, wurdest du zum Rockerspitzel. Aschkoba, ich sitze barfuß mit Ambus im Garten. Du snitch hast schamlos deine besten Freunde an den Staatsschutz verraten. Alter, ich weiß nicht wieso, aber ich hätte mega Bock bei dem Beat auch von Hollywood Hank. Einfach Hank drauf, Alter. Oh! Oder ihr kennt ihr noch JAW? J, der Doktor kommt mit der Bock, ist der Doktor, Doktor. So daran erinnert mich das übelst, Alter, gerade so seine Betonung. JAW, Alter, mehr aus Tränen. Wir können Zahnstocher Oliven aus dem sizilianischen Salat und tippe zur Tarnung auf dem Touch-Display vom iPad rum. Doch in Wald schreibe ich Zeile für Zeile und drehe Beleidigung mit Leichtigkeit für 5 Scheine um. Was ist denn da alles zensiert, Alter?
Wie soll man denn da als normaler Zuhörer, ohne Gossip-Liebhaber zu sein, irgendwas verstehen? Ich verdiene Rassen wie ich höchstens eine Steinigung. Für mich verdienen Affen wie du höchstens eine Reinigung. Aschkobat, der Beef ist Chef, ein Seilsprung voraus. Denn schon vor der Pandemie begrüßte ich die Frauen nur mit Faustlippen im Tag. Ich ficke jeden Knebelvertrag. Niemand, der mich hier wieder fragt, wie ich mein Leben verplant. Niemand hat mich jemals gemacht aus der paar Fitnessgeräte. Ein Oktagon geht für schon ein... Was? Fitnessgeräte? Niemand, der mich hier wieder fragt, wie ich mein Leben verplant. Niemand hat mich jemals gemacht aus der paar Fitnessgeräte. Ein Oktagon geht für... Achso, niemals hat mich jemals gemacht. Also, okay. Schon ein Chirurg, der mir eine goldene Nase versprach. Ich wurde gefahndet vom Staat und bei Livestream mit den Schlappen haben sich auf meinen Nacken einen Namen gemacht. Also mach nicht auf Ehrenfrau, ich bring dir Respekt. Oh, mach nicht auf Ehrenfrau? Aha. Bei Mr. Dump. Aha. Einen Nacken einen Namen gemacht. Also mach nicht auf Ehrenfrau, ich bring dir Respekt. Bei Mr. Dump liegt wie Militäraufsicht. Ich fick Social Media im Arsch. Plötzlich hat jeder Redebedarf und pöbelt mich an. Mein Name hat ab heute in euren Köpfen lebenslang Haft. Denn ich werd mit euch allen abrechnen auf WBIA. Hurensohn, weil ich in dir einen Einstich lasse, liegst du für die nächsten Tage in der Seiten. Manche sagen, dass Katja weggepiept wurde. Okay. Du müsstest mittlerweile wissen, was ich mit Feinden mache. X-Massaker war der Anfang, das ist die zweite Staffel. Hurensohn, auch wenn ich keine Livestreams mache, kneifst du deinen Arsch zusammen, siehst du eine Art. Gibt ja nur zwei, drei, die in Frage kommen. Also, das sagt ihr. Kein Plan, Alter, kein Plan. Ich genieße gerade einfach diesen Flow und diesen Kopfnicker-Beat, Mann. Sie wollten, dass ich NRW mein Heim verlasse, doch weh, und was bleibt es? Digga! Kev, kann ich nochmal die Hurensöhne doppeln? Kann ich nochmal die Hurensöhne? Genius hat eine Liste der erwähnten gedissten Leute. Oha, okay. Hey, und was bleibt es? Ey, yo, Kev, kann ich nochmal die Hurensöhne doppeln? Hurensohn! Genau, und jetzt hätte ich nochmal gerne drei Hurensöhne. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Sio, Nutte! Ich muss das nochmal richtig aussprechen. Nutte! Da fehlt das Gefühl. War das nicht auch mal so ein Intro oder ein Interlude oder so von Sio? Hurensohn! Ja, ich glaube, da sind noch ein paar mehr. Lass mal vier Hurensöhne machen. Hurensohn! Ach, weißt du was? Lass einfach 10 Hurensöhne machen. Hurensohn! Boxen halt Nummer 1. Feind von jedem EP, meine Freunde. Die Uncut-Version gibt's exklusiv nur in der Box. Ah, daher weht der Businessboy, Alter. Die unzensierte Version gibt es da. Alter, das klingt so richtig so. Hey, auf OnlyFans kriegst du meine unzensierten Fotos. Okay, hey, aber ganz ehrlich, ich verstehe ihn zu 100%, weil wie viele Leute haben Promo auf seinen Namen gemacht, ne? Und wieso sollte er nicht versuchen, da auch irgendwie für sich natürlich was rauszuholen? Klar, er überzeugt einfach mit Rap, ne? Und aber ganz ehrlich, warum sollte er der Einzige sein, der sich zurückhält und sagt, ey, guck mal, ich mache es jetzt nur für die Musik oder nur für das. Nein, Bullshit, Alter. Er möchte genauso seine Brötchen verdienen. Deswegen, den Move verstehe ich. Auch wenn natürlich ich komplett überfragt war, natürlich, weil ich auch nichts irgendwie herleiten kann oder so. Aber ich verstehe den Move zu 100%. Keine Ahnung. Stellt sie euch vor, oder auch nicht. Ich werde die Rapper trotzdem... Ist das nicht sogar beim Piepen so, dass YouTube sogar ihn dafür, ich sag mal, bestraft? Ich glaube, das war so, ne? Ich glaube, er hätte ein anderes Geräusch nehmen sollen oder so. Ich glaube, dass der Algorithmus darunter leidet, wenn du mit einem offensichtlichen Piepen etwas zensierst. Hab ich auf jeden Fall ein paar Mal schon gehört und so weiter. Deswegen habe ich zum Beispiel öfter mal so ein Delfingeräusch genommen oder so. Oder was haben andere Leute? Ja. Glaube ich. Und noch eine Erklärung dafür ist, natürlich, er würde mit diesem Song, der 3 Minuten 50 geht, auf YouTube kein Geld verdienen. Keins. Also, ne, ein bisschen vielleicht was, ne? Aber Songs auf YouTube
werfen nicht viel ab, ne? Weil einfach nur die Werbung am Anfang läuft und das war's. Deswegen ist es schon logisch, da auch nochmal die Leute zu mobilisieren und zu sagen, hört mal zu, ihr wollt wissen, um wen es hier geht, wenn es genau hier an die Leute, die unbedingt jetzt Fitna und so weiter mitbekommen wollen, hey, dann bezahlt dafür. Ne, ganz klare Sache. Ich hab auch damit bezahlt sozusagen und ja, warum nicht? Also das verstehe ich. Das verstehe ich zu 100%. Digga, das ist ungefähr so laut wie bei Kolle, dieser Schuss in dem Trailer. Oh. Also müssten bestimmte, vermutlich erwähnte Leute das kaufen, um es zu prüfen und um sich aufregen zu können. Ja, Cat, also im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation von ihm, weil er möchte ja eigentlich, ne, Geld machen. Die Leute wollen wissen, über wen er redet und müssen dann auch noch dafür bezahlen, um zu hören, dass sie gedisst werden. Ja, das ist schon eine witzige Herangehensweise, muss man sagen, ne? Also du bezahlst dafür, um dann zu hören, dass du gedisst wirst. Das ist hart.